Hier möchten wir die Gleichung für unsere Seitenhalbierende bestimmen. Was ist eine Seitenhalbierende? Wir haben ein Dreieck und eine Seitenhalbierende ist die Kurve, die vom Mittelpunkt einer Strecke, also von hier von BC, zum gegenüberliegenden Eckpunkt reicht. Das heißt, wenn wir von diesem Mittelpunkt zu A laufen, erhalten wir die Seitenhalbierende A. SA. Möchten wir die Seitenhalbierende SB, so suchen wir uns den Mittelpunkt der Strecke AC. Hier, das wäre immer der Mittelpunkt. Und verbinden diesen Punkt mit unserem Punkt B und hätten somit die Seitenhalbierende B. Für C genau das gleiche Spiel, nur dass wir hier den Mittelpunkt der Strecke AB benötigen. Und den Punkt C mit diesem Mittelpunkt verbinden. Nun, wollen wir die Seitenhalbierende SA bestimmen, benötigen wir diesen Mittelpunkt. Und somit hätten wir zwei Punkte gegeben. Zum einen den Punkt A und den Mittelpunkt. Und können nun die Geradengleichung entweder über die Zwei-Punkte-Formel oder über die Gleichung y gleich mx plus b bestimmen. Wir machen ein paar Beispiele.